So, hallo, wir machen weiter bei einer Runde Ori und ich hoffe, es passt alles aufnahmetechnisch. Ja, ihr habt es gemerkt, ich kam nicht mehr so viel dazu, ne? Aber so ist das halt, gerade zu Beginn von so einer Schulzeit, Woche, wie auch immer. Da ist echt viel zu tun. So, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Geschweige denn, wie die Steuerung ging. Moment. Geschweige denn, wie ich mein Headset gerade auf dem Kopf halten soll. Das haut mir nämlich gerade ab. So, jetzt sollte es besser halten. Was haben wir zuletzt bekommen? Haben wir schon gelernt zu schwimmen? Ach nee, das ist Quatsch. Das ist das Zeug. Ich habe 5 Plätze. Ich habe 5 Plätze besetzt. Alles gut. Nee. Steht hier, was wir können? Nee, auch nicht, ne? Nee. Steht irgendwo, was wir können? Like Fähigkeiten, die wir haben? Scheint mir nicht so. Also wir haben, ach ja, doch, wir haben hier mit dem großen Typ gesprochen, der gesagt hat, dass irgendwo, richtig, dass hier die Mühle ist, zu der wir sollen. Genau. Richtig, da wollen wir hin. Und dafür müssen wir wahrscheinlich entweder hier raus oder hier oben raus. Ja, irgendwie so. Aber was haben wir zuletzt gelernt? Sehe ich irgendwo meine Fähigkeiten? Mein Darm, an der Seite sehe ich Fähigkeiten, aber die kann ich nicht anwählen. Kann ich die irgendwie auswählen, dass ich weiß, was ist? Nee. Ja, gut. Ich hatte einen Pfeil, ich habe diesen Schuss. Ja, wir werden schon rauskriegen, was ich bekommen hatte. Ich habe einen Doppelsprung. Dashen konnte ich auch schon, ne? Genau. Ach ja, und hier konnte man... Nee. Nee, das ist heilen. Irgendwo konnte man noch... Ja, das da, genau. Die Fähigkeiten zuordnen, aber das passt aktuell eigentlich. Ja, doch, das passt so. Das passt so. Ja gut, ich würde schon hinhauen irgendwie. Ich habe halt echt vergessen, was wir bekommen haben die letzten Male, aber ist okay. Wenn wir überhaupt was bei ihm bekommen haben. Vielleicht haben wir bei ihm gar nichts bekommen. Gut, wo muss ich... Das war die falsche Taste. I'm sorry. Was ist Schnellzugriff? Oh! Prüfungen? Erinnerungen? Nee, das ist auch nicht, was ich wollte. Nee, das ist auch nicht, was ich wollte. Okay, egal. Hier will ich hin, da will ich. Also einfach gerade nach links durch. Ich weiß jetzt halt auch leider überhaupt nicht mehr, ob ich irgendwo backdingsen wollte. Ob ich da hinkomme zum Beispiel. Wollen wir mal kurz gucken, was hier ist? Irgendwas scheint da ja zu sein. Da muss ich hier runter. Scheint ja noch nicht das große Problem zu sein. Ist das hier? Ne, noch eins. Ach, das ist im Wasser. Und schwimmen kann ich noch nicht, ne? Ja, schwimmen kann ich noch nicht. Okay. Gut, dann wieder hoch.
dann wieder hoch. Ja, ja, ja. Falsche Richtung. Hier rüber. So. Ja, sind ja schon wieder oben. Sind ja schon wieder oben. Alles gut. Okay. Ich hab... Ach, kommen wir nicht jetzt sogar nochmal zu dem Typen? Genau. Dann können wir doch jetzt Sachen kaufen. Wir haben doch richtig viel Kohle dabei. So, lass mal gucken, was du so für mich hast. Also. Erhalte 2 zusätzliche Energiezellen. Das würde Dingsen. Und Lebenszellen, ja. Tauschen ist Schwachsinn. Ne. Sehe ich jetzt auch nicht so. Aber die 2 würde ich mir mal kaufen. Dass wir die auf jeden Fall haben für den Fall der Fälle. Wir sie mal brauchen sollten. So. Und dann können wir theoretisch auch noch leveln. Genau. Das will ich nicht leveln, das brauchen wir nicht. Das könnten wir leveln. Belastbarkeit könnten wir leveln. Aber warte mal. War nicht sogar... Da war doch noch was mit Waffen. Der Typ da drüben. War da nicht hier noch? Nee, wo war denn der andere Typ? Wo war denn der andere Händler? War nicht hier einer, wo wir was kaufen konnten? Der ist weg, oder wie? Und ist der jetzt hier? Nee, ich glaube, der ist weg. Wait, was ist das denn für ein Symbol? Oh Gott, Leute, ich kenne mich nicht mehr aus. Ne? Was ist das hier für ein Symbol? Warum ist das da? Was ist das da drüben? Da oben ist jemand. Was hat die Person? War da irgendwas? Konnte man hier irgendwas machen? Hi. Du hättest die Geisterschatten gesehen. Okay, danke fürs Gespräch. Das war offenbar nicht so wichtig. Okay. Scheiße. Ja, komm, dann leveln wir mal kurz ein paar Sachen. Und zwar den Magnet. Ich glaube, der ist, hat auch nur noch eine Stufe. Ja, damit ist der nämlich voll. So. Chance von 20%, 50% Bonusschaden. Das hat auch nur noch eine Stufe. Zack. Ist auch voll. Das hat noch 2 Stufen. Das hat noch 2 Stufen. Das hat noch 2 Stufen, will ich aber gar nicht. Das hat noch 2 Stufen, aber das ist gut. Her damit. Okay, cool. So. Haben wir doch jetzt schon mal ordentlich gelevelt. Also gelevelt ist das falsche Wort, aber es macht nichts. Habe ich auch die richtigen ausgewählt? Nicht, dass ich jetzt die gar nicht drin habe. Ja, passt schon. Doch, doch, die habe ich drin. Sehr schön. So, dann ist der Magnet jetzt noch besser und dann komme ich noch leichter an Sachen. Ach ja, hier war der Kollege. Dann bin ich jetzt hier, wo ich... Ne, hier will ich noch gar nicht nach oben. Hier will ich erstmal weiter, einfach nur. Ja, 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 ist ja gut. Einfach mal irgendwie schnell durch hier. Dass wir mal weiterkommen. Mensch.
brauche eine halbe Stunde, um mich zu orientieren und dann ist es schon wieder vorbei. Okay, wir machen mal kurz die Fläche hier auf. Aber ich hoffe, ich komme jetzt irgendwie da hoch. Tschüss. So. Das ist die Fläche hier, ne? Habe ich es jetzt offen? Ja, okay. Ja, hier ist nichts weiter Spannendes. Gut, darüber wollen wir. Mal gucken, ob es hinhaut. Nein. Hier war der andere Typ, ne? Wo wir die Waffe damals gekauft haben. Ja, ich komme hier nicht hoch. Dann komme ich hier wahrscheinlich nur wieder zurück und muss jetzt nach da. Na gut. Oh, wir können mal kurz hier gucken, ob wir da jetzt hochkommen. Ist das einfach nach rechts? Ja. Ach, geht mir halt mal nicht auf den Keks. Falsche Richtung. Ach, ich bin noch gar nicht da. So, hier will ich hoch. Ja. Mach dich weg. So, da komme ich jetzt hoch, nämlich. Ich muss nur wieder die richtige Taste rausfinden. Die war's nicht. Die war's auch nicht. wie ging das? Welche Taste war das denn, hä? Sag mal. Ich habe doch gar nicht so viele Tasten zur Verfügung. Okay, welche Taste war das denn? Stoßen ist es, oder? Ging das nicht an den Dingern? Hier! Wieso geht das an den blauen nicht? Hä, an denen geht es einfach nicht, oder was? Okay, dann ist das irgendwas anderes. Dann komme ich da noch nicht hoch. Okay, dann gucken wir kurz, was er hier war. Wenn er da extra eingezeichnet ist, hat er bestimmt irgendeine Bedeutung. Ach! Das war so ein dummer Kampfschrein. Aber den haben wir abgeschlossen, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Woran sehe ich, ob ich die abgeschlossen habe? Sehe ich das an irgendwas? Wahrscheinlich, wenn er leuchtet. Ich denke, wir haben den. Ich meine, wir haben beide, die ich gefunden habe, abgeschlossen. Und da der hier da ist, haben wir den Safe auch abgeschlossen. Na gut. Also dann gehen wir halt jetzt da nicht hoch. Okay, hieran geht's. Ich dachte schon, ich kann die Steuerung gar nicht mehr, aber es geht einfach an den blauen nicht. Warum auch immer. Nee, ich will... Hier war dieses andere, was ich damals gesucht habe, aber das war jetzt noch gar nicht das Ausgelöste, okay. Okay, 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 okay. Hier unten kann ich nichts machen. Nee, ich muss... Na, dann muss ich jetzt da weiter, okay. Hey, wait, wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? So, okay. Ich dachte schon. Gut.
jetzt sind wir wieder auf dem Weg. So. Da kann ich wahrscheinlich auch noch nicht hoch. Mach dich weg. Aber schnell. Nee, wie soll ich da hochkommen? Keine Chance, da ist gar kein Weg nach oben. Okay. Ach, das ist das Startgebiet, oder? Ja, das ist das Startgebiet. Aber sag mal, lohnt es überhaupt, Gegner zu besiegen? Ja, doch, lohnt es, weil es diese Dinger gibt. Okay, never mind. Da komme ich immer noch nicht ran, weil ich dann durchschwimmen muss, ne? Das habe ich noch gelernt. Ja, da. Da muss man irgendwie durchschwimmen. Das können wir noch nicht. Wir versuchen ja gerade, das Wasser zu reinigen. Dann können wir wieder hier schwimmen. So ist ja der Plan. Dann muss ich hier rum. Okay, dann gehen wir hier rum. Oh. Nee, ich muss hier lang. Ja, genau. Und jetzt Richtung Lumasee. Wait. Ach ja. Jetzt komme ich nämlich da hoch. Oh, scheiße. Da wollte ich nicht rein. Ja, jetzt komme ich nämlich hier hoch. So wird ein Schuh draus. Und jetzt sind wir in neuem Gebiet. Genau. Okay. Oh mein Gott. Ja. Kann ich bisher auch nur. Jongleur, cool, aber. Ja, ich hatte gerade ein paar Probleme. Der Jongleur hatte gerade ein paar kleine Problemchen. Hier rüber. Nice. Riesiges Geisterlichtgefäß. Jawohl. Das heißt, das haben wir bisher noch nicht gefunden. Ein riesiges. Immer nur so mittel und große und so weiter. Aber noch kein riesiges. Oh, das ist jetzt schlecht. Ja. Hier ist Endstation. Ich frage mich, ob es hier einen Weg so oben lang. Ob ich da was übersehen habe. Aber da hinten ist Endstation. Hier komme ich auch nicht durch. Scheiße. Ich kann jetzt hier auch nicht durchschwimmen oder so. Nee, da stirbst du instant. Okay, keine Chance. Ich komm nicht mehr hoch. Okay, aber hier kann ich auch nichts tun. Ah. Hallo? Darf ich bitte wieder darüber? Danke. Okay, das war nix. Scheiße. Hier runter kann ich auch nicht, ne? Da ist auch. Ja, fuck. Ah. Ich habe befürchtet, dass ich falsch bin. Hier kann ich auch nichts. Nee, dann kann ich hier noch nicht lang.
Ach, komm schon. Das ist das Dumme, wenn man nach Ewigkeit wieder spielt und nicht weiß, wo es weiterging. Warte, was ist da oben gewesen? Ne, da komme ich auch nicht ran. Okay, wir sind noch mal in dem Raum, dann probieren wir jetzt noch mal ganz hoch zu kommen. Ich habe das Gefühl, ich kann da irgendwie hoch. Ich habe das, dass ich da irgendwo oben entlang hangeln kann oder so. Keine Ahnung. Wir gehen noch mal ganz nach oben. Weil ansonsten würde die Richtung doch überhaupt nicht stimmen. So, erstmal nach da. Was ist das da oben? Ist das was, was ich mit dem Dings abschießen kann? Mit dem Bogen? Das könnte ich mit dem Bogen... Okay, wir probieren den Bogen, warte. Oh mein Gott. Okay. Es geht hier oben weiter. Oh mein Gott. Ah. Aber so noch nicht. Jetzt haben wir's. Puh, okay, so. Aua. Ja, das hat mich hingehauen. Scheiße. Aber es sah doch vom Ansatz her gar nicht mal so schlecht aus. Nein! Ich hasse alles. Oder warte, konnte ich hinter ihm noch weiter? Nee, hier war... Nee, 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 hier auf keinen Fall. Nee, 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 nee. Oh, ich bin... Was ist denn hier? Kann ich hier nicht weiter? Ist da auch Wasser? Da geht's doch auch theoretisch weiter, oder nicht? Oder hier hoch? Wieso gehe ich denn nicht hier hoch? Da geht's vielleicht auch weiter. Vielleicht doch nicht hier. Oh, es ist doch zum Kübeln. Probiert's noch einmal da hoch, aber mir scheint, es ist noch zu früh. Das wirkt nur so trickreich, wie ich das im Moment mache. Ich glaube fast... Ich glaube fast, hier brauche ich einen Dreiersprung. Das ist noch nicht richtig. Ach, geh doch weg. Das war noch nicht richtig.
Nein, ich will hier nicht runter. Oder will ich? Nee, hier will ich auf keinen Fall runter. Ach, jetzt bin ich... Ja. Jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang des Parts waren. Und lass mich raten, ich hätte einfach hier hoch gesollt. Ja, zumindest kann ich da hoch. Scheiße. Ja, da kann ich hoch. Ah. Du bist kein Moki, das siehst du von deinen Schlappohren. Ich bin sehr aufmerksam, weil ich mir diese Karte, die ich gefunden habe. Ich würde sie Lupo, den Kartografen, geben, aber er hat genug Karten. Der mit den Federn sollte sie bekommen. Ich habe gehört, dass er Karten liebt. Vielleicht würde er diese mögen. Könntest du sie ihm bringen? Ich habe ihn auf der Brunnenquellenlichtung gesehen. Er gibt her das Ding. Okay. What? Ein Moki hat dir diese Karte gegeben, die du jemandem mit Federn geben sollst. Finde die Person, die für die Zeichnung bestimmt ist. Wir wissen doch jemanden mit Federn. Ist das er hier? Nee, das ist... Quatsch, das ist kein... Das ist das Ding. Aber wir haben doch... Wir kennen doch jemanden. Wo ist denn der Typ? Ist der Typ überhaupt noch irgendwo? Oder ist der nicht mehr eingezeichnet? Wir kennen jemanden mit Federn, aber wo ist der Kerl? Ich glaube, der ist nicht mehr eingezeichnet. Ja, egal. Erstmal wurscht. Erstmal wurscht. Was hast du mir noch zu erzählen? Okay. Okay, danke fürs Gespräch. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Okay, das geht noch nicht kaputt, schade. So. Ach so, dich brauche ich wahrscheinlich. Ach, wait. Wait, ich krieg das schon kaputt. Mhm. Mhm. Scheiße. Ach, komm schon. So, da ist nämlich ein Gorlek-Erz. Okay, meine Güte. Okay, und jetzt dadurch. Ja, 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 schon recht. So, hier ist offen, weiter geht's. Wer hat meine Mauer eingerissen? Da ist er! Genau den meine ich. Genau den meine ich. Gut, dass er da oben chillt. Komm nur her, lass mich dich genauer ansehen. Mach ich. Okay, dann wandert der Vogeltyp weiter. Deswegen war er auch nicht mehr auf der Karte. Brunnenquellenlichtung. Okay, neues Gebiet. Erfolg freigeschaltet, Trautesheim. Okay, wir gehen erstmal nach da. Ja, da geht es nämlich schon mal nicht weiter. Sehr gut.
Hi. Ach so. Haseke, grüß dich. Seh, du hast die Lichtung erreicht, Geist. Deine Reise hat dich nicht zufällig schon in die Richtung des Brunnenquells geführt? Gerüchte einer alten Bibliothek dort haben mein Interesse geweckt. Vielleicht erkunde ich diesen Ort selbst ein wenig. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ja? Oh, er ist jetzt wieder so ein Typ. Ja, aber kann ich gerade... Okay, Schnellreise ist ja episch. Aber ich habe im Moment, also ich könnte das verbessern. Davon kann ich nichts nehmen. Also ich glaube, ich würde als erste Schnellreise nehmen. Wobei im Moment noch nicht so viele Portale da sind. Ja, aktuell geht nichts. Ich hoffe, du bleibst hier eine Weile. Ich hoffe, du bleibst hier eine Weile, bis ich was gekauft habe. Das wäre sehr schön. So, jetzt ist doch hier gleich der Vogel gewesen. Jawollo. Ich habe... Ja, genau. Ich habe für dich eine Karte. Hier, bitteschön. Das ist eine Schatzkarte. Ich tausche meinen Wanderbeutel dafür ein. Okay. Okay, was kann ich damit? Ach so. Jetzt brauche ich jemanden, der diese Tasche braucht. Okay. Oh, muss ich mir jetzt auch noch merken, was die alle wollen? Hilfe. Ich habe gerade gesagt, Chrom möchte diese Lichtung noch weiter verbessern. Er soll zuerst einmal das Wasser reinigen. Pa. Okay, ja, hatten wir schon. Das Viech, von dem ich die Karte bekommen habe, ist der zufällig auch nach einer Tasche interessiert? Also der eine Dings, der wollte ja schneller werden, ne? Also dem bringt das jetzt hier nichts. Aber was wolltest du? Du hättest viel Murki getroffen und viele Geheimnisse entdeckt. Du hast Schlappohren, aber du findest trotzdem Freunde. Okay, ne, der hat da überhaupt kein Interesse an irgendwas. Also er hier will schneller werden, das wird er mit einer Tasche garantiert nicht. Und sonst haben wir keinen. Ne? Nee. Nee. Okay, dann habe ich keine Ahnung, wo die Tasche hin soll. Wir werden schon rausfinden. Jetzt gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Oh, ich schieße Pfeile. Okay, das zerbricht nicht. Gut. Na gut, dann gucken wir uns jetzt mal hier ein bisschen um. Okay, da unten ist giftig. Da komme ich auch nicht weiter. Dann kann ich nur hinter ihm weiter. Und da ist die Quelle, die nicht funktioniert. Schade. Ich habe mich nicht getraut, daran zu glauben, ob das wirklich hier. Niven beherbergt abermals einen Geist. Die Mauer hast du ja schnell niedergerissen. Meine Baufähigkeiten sind wohl auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dennoch habe ich versprochen, hier eine Zuflucht vor dem Verfall zu schaffen. Diese Lichtung zählt auf mich, Geist. Ah, er braucht Erz. Doch ich fürchte, ohne Erz werde ich alle enttäuschen. Die Materialien, die ich brauche, wurden von meinen Leuten aufgegeben, als sie die Minen flohen. Ohne die nötigen Vorräte könnte mein Traum einer Zuflucht vorbei sein, ehe er begonnen hat. Ja. Ja, let's go. Was könntest du tun? Oh, repariere das Geisterportal. Okay. Ich habe 5. Das wären schon mal 5.
Okay, gut, ja. Was ist das andere? Okay, Dornen entfernen. Aber wir machen erstmal das und wenn ich noch ein Gorlick-Erz gefunden habe, dann können wir den Rest machen. Es gibt nur noch wenige wahre Gorlick, also pass bitte auf, wenn du auf jemanden triffst, der aussieht wie ich. Nicht alle von uns sind dem Verfall rechtzeitig entkommen. Oh, okay. Jawollo! Bevor unsere Heimat vom Sand begraben wurde, sahen die Geister großes Potenzial in Gorlick-Erz. Sie verschwanden, ehe sie ausprobieren konnten, was sie ihnen bauten. Doch jetzt bist du hier und das kann sich ändern. Ja, würde ich gerne, aber leider geht das nicht. Weil dafür brauche ich 5. Okay, ja, kann ich nicht. Gut. Einmal gerade speichern. So. Okay, und dann geht's hier drüben. Oh, hier ist auch noch was, okay. Dann geht's jetzt hier in Richtung da. Uiuiuiuiuiui. Und ich komme aber nicht da hoch, ne? Ha. Na gut, egal. Noch einer. Was willst du? Waldkreis, die Lichtung zu finden, ein Paradies für die Moki. Das ist fein, aber wir haben kein Zuhause. Der Gorlick-Grum kennt sich mit dem Bauen aus. Er kann uns helfen. Jetzt will der ein Haus. Böse Kreaturen auf dunklen Schwingen. Deshalb bin ich hierher gekommen, um einen besseren Ort zum Leben zu finden. Ja, der baut euch bestimmt ein Zuhause. Die Frage ist, wie viel Erz er dafür haben will. Neues Projekt zur Verfügung jetzt? Genau 4. Okay, scheiß auf die Rang. Erstmal den Mochi ein Zuhause geben, ist wichtiger. Die Moki-Behausungen sind fertig und jetzt, da sie von Gorlick-Hand gereinigt gefertigt sind, werden sie noch lange Zeit bestehen. Okay, cool. Auala. So. Na? Grum hat eine gute Hütte gebaut. Und eine gute Hütte ist ein gutes Zuhause. Wenn du nach Osten gehst, sag bitte meiner Familie, dass ich ein neues Haus gefunden habe, ja? Sie leben im stillen Wald in der ersten Hütte ganz nah beim Eingang. Ich werde dich für deine Hilfe auch entlohnen und du wirst diesen Schlüssel brauchen. Der Wald ist nicht sicher, nicht mehr. Schlüssel zur Hütte. Okay. Alles klar. Ja, wir arbeiten uns vor. Gut. Nein, das wollte ich nicht drücken. Guck mal, hier ist irgendwas. Ich drücke immer die falschen Tasten, das ist zum Kotzen. Da komme ich auch nicht hoch, ne? Aber hier ist auch noch jemand. Aber das ist hier über mir. Da komme ich ja hin, theoretisch gleich. Ach, hier! Alter, der ist auch überall, der Typ. Aber hat jetzt was Neues? Hat jetzt neue Splitter? Nö. Doch. Der Dreifachsprung ist eins von diesen Dingern und kostet 2200. Ja gut, dass ich vorhin mein Geld ausgegeben habe. Ah, leck mich doch. Lichternte. Feinde lassen 2 zusätzliche geisterliche Kugeln fallen. Ja, super. Grundsätzlich gut. Ach so, könnte ich eigentlich? Hm. Erstmal Geld ausgeben, um mehr Geld zu bekommen.
Ah, schwierige Momente. Ah, der Dreifachsprung ist... Das heißt, ich krieg den jetzt nicht, bevor ich 2200 zusammen habe. Nächste Stufe, Feinde lassen 3, aber dann... Oh. Ja, komm, scheiß drauf. Investitionen. Es gibt einen Ort, an dem du mehr über die Splitter erfahren kannst. Er liegt im Brunnenquell. Es ist ein Schrein für alle Geister, weißt du? Für die alten Geister, weißt du? Angeblich konnten die alten Geister viele, viele Splitter gleichzeitig nutzen. Vielleicht kannst du das auch. Oh ja. Okay, 3 Millionen neue Quests. Ja, das ist cool. Aber da oben ist doch noch einer. Also der ist nicht nur der hier unten. Junge, was ist hier los? So, was schmeiße ich jetzt raus? Ach ja, mehr Schaden gegen fliegende Gegner kann erstmal raus. Mehr Geld ist auf jeden Fall gut. So. Und wie viel muss ich zahlen, um es zu leveln? Wie viel müsste ich zahlen, um das zu leveln? 500 wieder. Ah, hat 3 Stufen hat's. Okay. Da ist noch einer. Oh, hallo. Ich bin aus dem Moor hergekommen, weil ich gehört habe, die Lichtung sei wunderschön. Sie ist wunderschön, aber das Licht hier ist so grell. Nicht wie im dunklen Moor. Deswegen verstecke ich mich hier im Schatten. Wenn ich so einen Hut... Okay, er will einen Hut. Alter, der eine will schnell sein, der nächste will einen Hut. Hilfe. Wie es einen lustigen da drüben hätte, aber so etwas habe ich nicht. Okay, er will einen Hut. Und hier sitzt auch noch einer, Motai. Sheesh. Ich kann es kaum glauben, ich spreche mit einem echten Geist hier in Nivan. Aus der Nähe bist du kleiner als ich dachte, aber so hell. Ich persönlich falle ja nicht gerne auf, es ist nicht sicher hier draußen, weißt du? Zu deinem Glück habe ich dir deine Bewegungen beobachtet, nur um sicher zu gehen, dass es dir gut geht, natürlich. Okay. Ah, lol, er ist so ein Statistik-Dings. Okay. Bis bald. Komme ich da hoch? Nein. Ich komme nicht zu dem Haus. Ah, super. Komme ich von hier zu dem Haus? Ja. Oder kann ich sogar rein? Lol. 229. Ist das das einzige hier? Oder gibt es hier noch mehr? Naja, ich meine, mehr. Was soll hier noch groß sein, ne? Okay. Ja, das hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Gut. Kann ich bei dem Muki da unten eigentlich noch was machen? Ja. Gorlik-Erz! Jetzt ist es super wertvoll geworden. Jetzt wissen wir nämlich, was wir damit tun können. Oh, shit. Ja, jetzt wissen wir, was wir damit tun können. Ach, komm, ey. Wie komme ich jetzt eigentlich... okay. Ja, also, jetzt ist endlich mehr klar geworden. Okay, ja, hier geht's nach oben.
Und wir verdienen jetzt mehr Geld, wenn wir Viecher kaputt machen. Also auf jeden Fall wichtig. Okay, ist da oben was? Nein. Oha. Okay, da ist auch nichts. Da oben ist was. Aber ich glaube, da komme ich noch nicht ran. Da ist wieder so ein komisches grünes, blaues Zeug. Was bist du denn? Oha. Tschüss. Scheiße. Okay. Hätte ich da hochgekonnt? Ich hoffe nicht. Ah, ich habe die Karte hierfür noch nicht, ne? Naja, okay, doch ein kleines Ding ist da oben. Okay. Aber da kommen wir später nochmal ran. Ja, habe ich jetzt versaut. Egal. Oder komme ich da noch hin? Nee, immer mal, ja, hätte ich mit dem Viech machen müssen. Später. Oh oh. Ja, das hat wehgetan. Ist dafür das Viech jetzt wieder da? Ja, sehr gut. Ich wollte nicht darunter. Sehr gut. Okay, dann gehen wir erstmal da hoch jetzt. Und da drüben war auch wieder Gordek-Erz, ne? Yes. Sehr gut. Zwei Stück. Mit 5 Gordek-Erz kriegen wir... Alter, das... Vor allem die geben voll gut viel Kohle, ne? Mit 5 Gornik-Erz kriegen wir Dings, ne? Die Ranken weg. Okay. Bauers Spitze, Lumasse. Da ist was. Gerücht. Ah, okay. Ach, das ist der Schrein. Okay, ich meine, hier unten kann ich safe noch. Oh, wir sind schon fast hier. Krass. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Ich will noch einen zweiten Part zumindest aufnehmen, dass ich ein bisschen was aufnehmen kann, weil es wird auch die Woche nicht allzu viele Parts geben. Ich sag's gleich. Ich bedanke mich aber fürs Zuschauen. Ich nehme halt so viel auf, wie ich kann. Ne? Deswegen seid geduldig, wenn mal nicht sofort ein Part kommt. Ich tue, was ich kann. Tschüss!